Ich hab jetzt auch Ton. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen. Ihr seht, ich habe heute eigentlich gute Laune. Ich bin gerade gut drauf, aber eigentlich ist es traurig. Wir haben gerade das Video schon fast komplett fertig gedreht, bis wir bemerkt haben, Alex hat seinen Empfänger vom Ton nicht angeschalten. Und somit konntet ihr nichts hören, deswegen drehen wir es nochmal. Ja, was wollten wir euch heute zeigen? Wir wollten eigentlich zeigen, wir haben erstmal den Luba hier geputzt. Das ist der Luba 5000, der auf unserer Testfläche war. Jetzt putze ich nochmal drüber, dann ist er definitiv sauber. Und der Luba 5000, der kommt jetzt weg. Der ist verkauft. Also ein kleiner Bruder, der Luba 3000 ist auch schon verkauft. Der Luba 1000 auch. Somit sind alle Lubas weg, alle Robis sind weg, der Navimo ist auch verkauft. Das heißt, wir haben gar keine Robis mehr. Das hat einen Grund. Wir bekommen neue. Wir haben neue bekommen, die stehen schon da hinten. Und die habe ich euch eigentlich soeben schon vorgestellt, aber wir drehen es somit nochmal. Ja, wie gesagt, der Luba 5000, genauso wie der 3000er und der 1000er, die haben bei uns wirklich einen fantastisch guten Job gemacht. Kann ich echt nochmal sagen. Memotion ist eine Firma, das ist ja eine neue Firma. Das war der erste Mährobi. Und man merkt schon, dass die mal hier, mal da Probleme hatten. Softwaretechnisch. Hardwaretechnisch, zumindest unsere, sind gut. Ich weiß aber, dass der ein oder andere gemeckert hat und hat gesagt, die Dichtungen sind nicht ganz dicht und, und. Aber wir hatten nie Probleme und der war wirklich bei Wind und Wetter draußen. Der hat schon etliche Quadratmeter gemäht und wie gesagt, eigentlich soweit zur vollsten Zufriedenheit. Die Software wurde deutlich, wirklich deutlich optimiert. Die App wurde deutlich optimiert. Die sind da richtig, richtig fix. Ja. Ich kann nicht viel sagen, ich kann nur sagen, dass wir sehr zufrieden waren mit den Lubas und das war wirklich vom RTK-System der beste Mäher, den wir je hatten, aber auch als generell als Mäh-Robi, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit kabelgebundenen Systemen, war der Luba oder ist der Luba 1 richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, der wird verkauft oder ist verkauft, der ist schon weg. Ihr seid leider zu spät, wenn ihr Interesse gehabt hättet. Wir haben die übrigens alle bei Instagram rein. Die waren innerhalb von einer Stunde komplett weg. Und wenn es euch interessiert, bei den nächsten Robis, die da schon stehen, nach unserem Test kommen die natürlich dann auch wieder weg. Einfach Instagram uns abonnieren und dann keinen Post mehr verpassen. Ja, da stehen sie. Das sind die neuen. Das ist der neue Luba, auch AWD 5000. Packt auch wieder 5000 Quadratmeter. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Da kommt natürlich ein separates Video. Aber ihr seht schon, er hat ein Cockpit oben drauf bekommen. Er hat ein Fahrercockpit mit zwei Kameras. Und das hat auch einen Grund, denn das nennt sich 3D Vision. Und durch die 3D Vision soll er A-Hindernisse perfekt erkennen, dreidimensional erkennen und er navigiert auch in Bereiche, wo kein RTK-Empfang, sprich GPS oder GNSS, muss man dazu sagen, kein Empfang da ist, dann navigiert er mit der Kamera. Ob das funktioniert, werden wir bald sehen. Dann hat sich einiges noch geändert und das sieht man auch schon beim Memotion, bei der Firma. Wie gesagt, eine neue Firma und die haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben im Prinzip nicht nur einfach oben ein Cockpit draufgesetzt, und gesagt, ja, alles andere, Spritzguss vom Kunststoff lassen wir. Nein, die haben das Ding komplett überarbeitet. Der Regensensor ist neu. Die haben hier andere Tasten, besser abgedichtet vom Wasser. Richtig cool. Seitlich ist der Bumper weg, der eigentlich schon immer ohne Funktion war. Haben wir auch festgestellt. Der Bumper ist weg. Die haben ein neues Profil. Die haben vermutlich auch hier eine andere Aufhängung. Das sieht etwas anders aus. Die Federn sind etwas anders. Und wenn ich ihn auf den Rücken lege, beziehungsweise mal umdrehe, dann ist auch hier alles komplett anders in dem Bereich. Die haben einen anderen Schutzabdeckung. Aber, wie gesagt, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich glaube, ich habe schon zu viel verraten. Alex nickt. Okay, aber wie gesagt, kommt ein separates Video. Navimo von Segway.
Und das Ding, sage ich jetzt mal, so wie er da steht, mir gefällt er. Er sieht optisch ganz gut aus. Ich habe jetzt schon bemerkt, er hat gewisse Vorteile, hat gewisse Nachteile. Und ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil, und das finde ich richtig cool, ist schon mal der Preis. Das Teil, das setzt der i108. i108, genau, ist die i-Serie. Der kostet, glaube ich, 1.299 Euro, mäht 800 Quadratmeter. Und das Design erinnert schon mal, wenn ich den mal umlege, der ist relativ leicht, muss ich sagen, im Vergleich zum Luba. Luba würde ich nicht so halten. Der erinnert schon mal an den Gardena Sileno City. Und das Design, die Konstruktion hat sich einfach bewährt, schon seit Jahrzehnten. Husqvarna Gardena, die sind Marktführer in dem Bereich und vor allem auch ganz große Antriebsräder. Dadurch soll er auch eine ganz gute Traktion haben. Soll, schauen wir mal. Ich habe auch schon Kritikpunkte gefunden, kommt aber alles im Hauptvideo. Mehr sage ich da mal nicht dazu. Aber soweit macht er einen sehr guten Eindruck, vor allem für den Preis. Und das ist ja auch ein RTK mehr mit Kamera, Vision Fans schon verbaut. Der erste Navimo hat ja Vision Fans als Pfefferminzdose oben drauf gehabt. Der hat es integriert und verspricht auch hier mit, so sagt Navimo bzw. Segway, durch eine KI, versprechen die hier wirklich nahezu Perfektion, Genauigkeit am Rand und. Wenn es euch interessiert über beide, wenn ihr sagt, ich will jetzt nicht auf das Hauptvideo warten, dann findet ihr unten auch einen Link, wo ihr die Geräte schon kaufen könnt, beziehungsweise wo ihr euch weitere Informationen rausziehen könnt. Und ansonsten einfach warten. In den nächsten Wochen kommt ein Video von uns. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso mein Rasen heute so fleckig ist und ziemlich gestresst aussieht, was ist denn da los? Das hat einen Grund. Zum einen ist das Wetter schlecht. Und wenn das Wetter schlecht ist, sieht der Rasen immer schlechter aus, völlig normal. Dem Rasen fehlt auch ganz klar Sonne. Wir hatten jetzt schon die letzten Tage ganz wenig Sonne. Und es war nachts sehr kalt, muss man auch dazu sagen. Aber es hat einen anderen Grund. Die Poa supina, wir haben jetzt Anfang April. Und die Poa supina ist aktuell in der Blütezeit. Die produziert jetzt Blüten und bildet Blüten aus. Und wenn sie Blüten ausbildet, kann sie mechanische Belastungen ganz schlecht wegstecken. Sie kann sich ganz schlecht regenerieren. Ich habe ganz normal weitergemäht, mache ich immer ganz normal weitergemäht. Ich habe gegroomert, ich habe erst erifiziert mit Wurzelmesser. Sieht man übrigens auch nichts mit dem Kammern durch. Vor 2-3 Tagen ein paar Fahrspuren seht ihr vielleicht. Und deswegen, die Wurzelmesser, die gehen natürlich auch immer schön in die Wurzel rein und belasten natürlich die Supina, der Groomer genauso. Und dadurch ist die mechanische Belastung extrem hoch gewesen und sie kann sich nicht regenerieren. Wie gesagt, Wetter ist schlecht und jetzt auch in der Blütenzeit nutzt sie die komplette Energie, die Nährstoffe, die im Boden drin sind, um die Blüten auszubilden. Denn die Poa supina, wie andere Gräser auch, will Blüten ausbilden, damit sie sich verbreiten kann, vermehren kann. Und das sieht man hier. Hier sind überall Blüten. Es fängt jetzt wieder an. Hier ist eine Blüte, da ist eine Blüte. Und deswegen sieht der Rasen richtig gestresst aus und nicht schön aus. Und immer wieder braune Stellen drin, weil einfach das Gras sagt, ich mache lieber eine Blüte, wie die Schäden zu reparieren. Ja, und so kommt es dann dazu, dass halt der Rasen auch mal an solchen Tagen nicht gut aussieht. Aber ihr seht es dann auch mal, auch ich habe nicht immer den perfekten Rasen. Und zudem muss ich auch dazu sagen, ich habe dem Rasen selber zu viel Stress angetan. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich mache auch Fehler. Ich mache auch Fehler. Jeder macht Fehler. Ihr seht auch hier zum Beispiel, hier ist der Rasen verbrennt. Und das im April. Nicht, weil er kein Wasser bekommen hat, sondern er ist verbrennt, weil zu viel Dünger aufgetragen wurde. Denn meine Bodenanalyse ist da. Und die Bodenanalyse hat ergeben, dass eigentlich, gehen wir gleich kurz drauf ein, dass der pH-Wert eigentlich okay wäre, an der oberen Grenze aber okay. Aber ich will ihn trotzdem senken und ich habe schwefelsaures Ammoniak ausgebracht und habe da einen kleinen Rechenfehler drin gehabt und deswegen möchte ich auch euch den Tipp geben, Vorsicht.
So, Bodenanalyse ist da und da gehe ich mit euch kurz durch. Also nicht so alles, weil ich kann euch jetzt schon sagen, die Bodenanalyse, da steht viel drin und das ist natürlich immer individuell. Das ist bei euch anders wie bei mir. Deswegen bringt es jetzt mir und euch auch nichts, wenn ich alles komplett durchgehe und ich sage, was ich jetzt hier mache und das trifft auf euch nicht zu. Deswegen bringt es nicht viel. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben Bodenanalysen machen lassen von Eurogreen und von Rasenwelt. Gibt es ein Video, blenden wir euch oben ein. Könnt ihr draufklicken, seht ihr, was Sache ist. Beide Analysen, wer hätte es gedacht, haben genau dasselbe ergeben. Gleicher pH-Wert, gleicher Phosphorwert, gleicher Kaliumwert, alles gleich. Fakt ist, mein Rasen ist schon mal nicht unterernährt. Wer hätte es gedacht? Der ist nicht unterernährt, der ist gut ernährt. Er ist aber auch nicht too much. Also es ist okay, es passt alles. Der pH-Wert ist grenzwertig. Ich habe einen pH-Wert von 6,8 und bei meinem Boden, ich habe einen sandigen Lehm und der sandige Lehm neigt halt dazu, dass er generell die Nährstoffe schlecht aufnimmt, für Staunässe sorgt und. Steht aber alles in der Analyse drin, was ihr machen könnt. Da könnt ihr dann erifizieren, sanden, solche Maßnahmen, müsst aber nicht unbedingt machen. Und wie gesagt, der pH-Wert ist bei 6,8 und das ist so die Grenze. Bis 7 wäre so wirklich Grenze, alles drüber müsste man was machen. Beide, sprich Rasenwelt sowie Eurogreen, haben in die Analyse reingeschrieben, dass ich meinen pH-Wert im Boden nicht korrigieren muss. Ich mache es aber trotzdem, weil, muss man dazu sagen, die haben auch reingeschrieben und es ist auch so, wenn man keine weitere Maßnahme macht, wie kalkhaltigen Sand ausbringen oder andere kalkhaltigen Dünger ausbringen, dann wird sich der pH-Wert im Regelfall eher nach unten korrigieren durch sauren Regen. Jetzt habe ich aber bei mir das Problem, Brunnen. Ich habe einen brutal kalkhaltigen Brunnen oder Brunnenwasser. Der Brunnen ist nicht kalkhaltig, aber das Wasser ist kalkhaltig. Und deswegen werde ich meinen pH-Wert nach unten korrigieren, damit wieder mehr Puffer da ist. Ich kontrolliere gerade nochmals meinen pH-Wert und somit kann ich auch perfekt sehen, ob der pH-Wert-Messer überhaupt funktioniert. Und ihr seht, er zeigt aktuell 6,8 an. 6,8, 6,85, 6,9, je nachdem, wie man das interpretieren will. Der Boden ist jetzt deutlich trockener als das erste Mal, wo wir euch das Gerät vorstellen wollten. Somit funktioniert er. Und ich weiß trotzdem, dass mein pH-Wert ein bisschen zu hoch ist. Eigentlich ist er gut, aber ich finde ihn noch zu hoch. Ich will ihn reduzieren. Und was ich jetzt mache, weil auch ganz viele aus der Community schreiben uns, Felix, was machst du denn, um deinen pH-Wert zu reduzieren? Da habt ihr zwei bzw. eigentlich drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr bringt Eisendünger aus. Ist genau das gleiche, wie wenn ihr jetzt Eisendünger ausbringt für Moos. Gegen Moos, das senkt den pH-Wert. Das senkt den pH-Wert sehr schnell. Würde ich aber nicht empfehlen, weil ein Eisendünger, wenn zu viel Eisen im Boden ist, ist auch nicht gut. Ihr bekommt auch Flecken an den Rändern, also beziehungsweise auf den Randsteinen, Rasenkantensteinen, Terrasse etc. Und wenn ihr zu viel Eisen düngt, habt ihr das Problem, dass euer Rasen schwarz werden kann. Und das sieht nicht toll aus, glaubt es mir. Zweite Möglichkeit ist, ihr bringt schwefelsaures Ammoniak aus. Das ist im Prinzip ein Ammoniumsulfat-Stickstoff, so rum, ist relativ günstig, gibt es in jedem Baywa-Shop zu kaufen, gibt es auch auf Amazon, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und das Gute ist, ich zeige es euch mal, das sieht eigentlich aus wie Salz, da ist ganz fein. Das ist schon mal richtig gut, der ist sofort weg, auch was Tiere etc. angeht, Kinder, der verschwindet ruckzuck in der Grasnarbe, selbst bei meinem dichten Rasen. Hat jedoch auch den Nachteil, dass er sich ganz schwer ausbringen lässt. Und da müsst ihr dann ganz arg aufpassen, wenn der Sack schon mal offen war, dann habt ihr immer wieder, er zieht Feuchtigkeit, ruckzuck Feuchtigkeit und ihr habt dann immer wieder so kleine Klumpen drin und diese Klumpen verstopfen dann euren Schleuderstreuer. Und so ging es auch mir. Der Schleuderstreuer ist verstopft.
Und dann habe ich den immer wieder kurz ein bisschen mehr aufgedreht, damit die Klumpen wieder rausfallen. Und dann habe ich auf dieser Stelle einfach zu viel Ammoniumstickstoff ausgebracht und habe dann meinen Rasen verbrennt. Und das Mitte März, beziehungsweise Ende März, Mitte März. Das heißt, ihr müsst extrem aufpassen, wenn ihr diesen Dünger verwendet, weil dieser Dünger ist nicht umhüllt. Das bedeutet, dass der ganze Stickstoff, und er hat 21% Stickstoff, 21% Ammoniumstickstoff drin und 60% Schwefel. Und da müsst ihr mega aufpassen, weil der, wie gesagt, der Dünger ist nicht umhüllt und der wirkt sofort innerhalb von ein paar Tagen. Und wenn ihr dann nicht richtig gut wässert oder wenn es nicht gut regnet oder der Rasen noch feucht ist, verbrennt ihr euren Rasen und ihr macht euren Rasen kaputt. Deswegen mein Tipp an euch: Lasst die Finger davon, es ist einfach zu gefährlich, meiner Meinung nach, wenn ihr zu wenig Erfahrung habt. Wenn ihr jetzt schon jahrelang Erfahrung habt mit dem Düngen, mit dem Ausbringen und ihr genau wisst, wie viel ihr ausbringen müsst, dann könnt ihr das Ganze nehmen. Ich habe auch einen Fehler gemacht, ich wollte zu schnell zu viel ausbringen. Das ist gefährlich. Wie gesagt, auch was Thema Stickstoff angeht, dass ihr nicht zu viel Stickstoff ausbringt. Wenn ihr den ausbringt, könnt ihr euren anderen Dünger dann reduzieren bzw. müsst ihr dann auslassen. Das könnt ihr aber nur machen, wenn euren Kaliumgehalt und euer Phosphorgehalt gut ist oder eh schon zu hoch ist. Dann ist es okay. Habt ihr Kalium- und Phosphormangel, würde ich den Stickstoffdünger nicht ausbringen, weil dann fehlt euch ja im Verhältnis zum Stickstoff fällt euch dann einfach noch mehr Phosphor und noch mehr Kalium. Also ihr merkt schon, das ist alles gar nicht so einfach. Deswegen, man kann es machen, würde ich aber eher weniger empfehlen. So, das würde ich euch empfehlen, wenn euer pH-Wert zu hoch ist. Und den habe ich auch schon ausgebracht. Der hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das ist ein Elementarschwefel. Und mit einem Anteil von 90%. Und dieser Elementarschwefel sorgt dafür, dass euer Boden langfristig gesenkt wird, also der pH-Wert langfristig gesenkt wird. Der Ammoniumstickstoff übrigens, der senkt relativ kurzfristig. Und das Problem ist, dass wenn der pH-Wert zu schnell herabgesetzt wird, das schädlich ist für euer Gras und generell für den Boden, für die Bodenbakterien. Elementarschwefel hat den großen Vorteil, dass Elementarschwefel erst sehr spät einsetzt zu wirken und er braucht sehr lange, bis er wirkt. Das ist eher so ein langzeitsenkender pH-Wert. Das ist also auf jeden Fall gesünder und hat den ganz großen Vorteil, ihr könnt nicht zu viel ausbringen. Also was euer Gras angeht. Euer Gras wird deswegen nicht beschädigt werden. Denn wenn ihr den jetzt ausbringt, dann macht er erstmal gar nichts, weil der Schwefel erst in den Boden eindringen muss und von den Bodenbakterien zersetzt werden muss. Das heißt, dieser Elementarschwefel kann vom Gras nicht aufgenommen werden. Die Bodenbakterien, die müssen diesen Schwefel erst in Schwefelsulfat umbauen, umarbeiten und dann ist es erst verfügbar für das Gras und auch für generell für den Boden, weil der Schwefelsulfat oder das Schwefelsulfat senkt dann den pH-Wert. Schwefel ist übrigens auch gut für die Stickstoffaufnahme und wie gesagt, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Der geht nicht von heute auf morgen, der geht auch nicht in ein, zwei Wochen, sondern das ist wirklich was, wo ihr auf längere Sicht ausbringen könnt. Nachteil hat das Ganze aber auch, zumindest bei meinem dichten Rasen. Ihr seht, ich brauche ihn jetzt nicht rausholen. Der ist sehr grob. Das sind ganz grobe Kügelchen und der braucht sehr lange, bis er endlich mal verschwunden ist im Boden oder in der Grasnarbe und hat auch den Nachteil, dass er anfängt zu schmieren, wenn ich dann drüber gehe oder wenn die Kinder spielen, wenn er mal nass ist, der quillt so etwas auf und dann verschmiert es ihn. Also diesen werde ich auf jeden Fall im Herbst ausbringen, damit er da in den Boden eingearbeitet werden kann bzw. eingewittert werden kann und eingeregnet werden kann. Aber ich bringe trotzdem jetzt ab und zu immer wieder mal aus, wenn ich gekrümmert habe, immer ein kleines bisschen. Ich habe auch schon probiert, im Mixer zu mixen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Es war nur ein Staub und Staub kann man sehr schlecht ausbringen. So, wir sind jetzt auch durch. Ich habe jetzt im Prinzip zwei Videos
gedreht heute. Ihr habt das erste gar nicht gesehen, weil der Ton nicht funktioniert hat. Das zweite habt ihr jetzt gesehen. So lange war es gar nicht, was wir gedreht haben. Alex rechtfertigt sich. So lange war es gar nicht, sagt er. Ich finde schon, wir hatten schon relativ viele Takes. Aber völlig egal, es macht Spaß. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, unten in die Kommentare. Alle Links findet ihr auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Ciao.